Schönen guten Abend. Sorry, ich konnte jetzt nicht annehmen, weil ich gerade zwischen zwei Autopassagen gefahren bin. Einen Moment. Fährt er jetzt links rum oder nicht? Der nächste. So, bin auf dem Weg zum Staatsrechtler, weil... Hörst du? Ja, ich höre. Ich wurde gestern Abend genötigt nach dem Baumanagergespräch in der Stadt. Wollten wir uns am Ludwigsplatz treffen. Aber daraus wurde nichts, weil die Polizei mich erpresst und genötigt hat, mich nicht an einer Baustelle erleichtern zu dürfen. Eine Toilette habe ich nicht gefunden und man wurde frech und aggressiv in halbschwerer Form oder viertelschwerer Form wie bei dir. Wurdest du niedergeschlagen? Nein, noch, na, darum sage ich ja mittelschwer. Aber es ging nur, damit ich kurz, weil ich gedacht habe, ich schaffe das irgendwie noch beim Weißen Tor, nee, wie heißt das, beim Kletter, glaube ich, ist eine, oder ein Baum, und das ist nicht erlaubt. Also ich wurde dann genötigt, naja, und dann habe ich halt in die Hose machen müssen. Und das schaut bei einer hellen Hose nicht gut aus, oder? Das ist ja wohl echt ein Witz. Nein, das ist kein Witz, so. Das, ja, ich weiß, aber das ist unser Polizeistaat, so. Solche Schweine. Entschuldigung, Vorsicht mit den Worten, so. Und, ja, aber ich, ja, hat einen Grund, warum ich das jetzt gesagt habe. Und irgendwas brauche ich. Ich brauche eine Polizeimarke oder irgendwas, dass man sicher ist in Nürnberg. Und ich habe ja das Handy noch laufen lassen und dann sagt sie, die Dame, also das ist eine Kundin oder eine Kundin von jemandem, dann sagt sie mal eine Frage, war das jetzt echt? Da sag ich, ja, na, haben Sie es nicht gehört, was da alles stattgefunden hat? Da sag ich, das kann doch gar nicht sein. Da sag ich, doch, na, Sie haben es doch gehört. Und dann wollte er wissen, warum ich, Rasierapparat dabei habe, weil ich die Kamera auch dabei habe und Notebook auch dabei. Und wenn ich in die Kamera spreche, rasiere ich mich immer kurz vorher, dass es nicht so, naja, dass es gepflegt ausschaut, ne? Ja. Ja. Und ich weiß natürlich nicht auf die Schnelle, was ist alles in meinen beiden Taschen, in der kleinen Umhängehandtasche und im Rucksack. Das weiß doch ich nicht. Ich tausche doch nicht jeden Tag meine Tasche, was da drin ist, verstehst du? Und dann ist er halt aggressiv geworden und hat mich erpresst. Ich möchte bitte, ich habe Platzverbot bekommen in der Breiten Gasse. Ich bin ein Störenfried. Verstehst du? Weil ich auf die Toilette bin ich ein Störenfried. Ich habe extra so lange versucht, bis zur Baustelle zu kommen, weil dort auch am Tag, weil ich gefragt habe, haben Sie keine Toilette, sagt er am Bau. Nein, haben wir nicht, die kommt erst und deswegen hat er auch dort an dieser Stelle sich erleichtert. Und das ist massive Nötigung und Erpressung und die Erpressung ist folgendermaßen, sollte er mich... Oder hätte er mich gestern in der Breitengasse nochmal angetroffen, wäre ich sofort in Gewahrsam gekommen, nur weil ich auf die Toilette gegangen bin. Ja, das ist unglaublich. Ja, Brandsteingespräche, glaubst du nicht? Was? Und das Zuhörerhofschnitzel. Mit Pommes? Kann der mir... Danke. Ja, und ich fahre jetzt in den Garten oder in eine Gartenlaube zu einem Staatsrechtler. Zu einem Scharfrichter? Ja. Das bräuchte man auch manchmal, ja. Zu, ja, einem, hast du zu einem Staatsrechtler. Ja. Ja, er hat ja schon gesagt, bin in letzter Zeit, vergeht kaum ein Tag, sonst war es immer einmal die Woche, ne? Oder zweimal die Woche, ne? Und jetzt fast, naja, jetzt haben wir Freitag, ne? Am Dienstag habe ich nicht, glaube ich, angerufen, aber sonst Montag, Mittwoch, Donnerstag und heute. Und er sagt, da muss irgendwie was geschehen, weil das ist ja umgangssprachlich grausam, ne? Stimmt. Ja.
zwischen den Leitplanken habe ich jetzt wieder einen Manager am Ohr, Jochen L. Der hat nämlich das Zigfache erlebt. Nicht auf der Autobahn, nein, er ist im Stadtpark oder am Stadtpark oder im Stadtpark, wie man das nennen mag, von der Polizei von 10 oder 9 Polizisten zusammengeschlagen worden. Nur weil er 2 Bierflaschen noch aus dem Auto geholt hat und von einem Managergespräch aus München kam. Nur am Rande, das sind Leitplankengespräche. Ich wünsche dir natürlich, weil ich weiter muss, einen schönen Abend. Danke dir auch. Gute Pommes. Und pass bitte auf, dass du einen sogenannten Erleichterungsführer hast. So wie man eine Leitplanke hat für die Autos, braucht man auch eine Leitplanke vielleicht für Toilettenhäuschen, nicht nur in Deutschland, in Nürnberg, insbesondere im Stadtkern zu Nürnberg, dass ich, so wie der Herr Joachim Herrmann immer so kommuniziert, ja, und das muss dann verfolgt werden, dass wir ein sicheres Bayern bekommen. Und ich bin der Meinung, hier brauchen wir ein Toilettenhäuschen, eine App, wo ich schnellstmöglich die nächste Toilette zu finden, so wie man jetzt Corona finden kann, ne? Ja, also das ist im Moment wirklich wichtig. Weil ja. Teilweise, wenn du in ein Lokal gehst, das ist mir die Woche passiert. Ja. Und wollte dort auf die Toilette gehen, ja. Haben die mir das verweigert. Ah, schön. Darf ich den Namen fragen? Ich weiß es nicht mehr, das war... Na, Schock, ne? Das war Schock, ich weiß. Ja, also ich war jetzt nicht Gast drin, deswegen. Aber ich musste dringend auf Toilette und habe sie gefragt, ob ich auf Toilette gehen darf. Sagt sie, nein, verstanden. Ist verboten. Ja, ist verboten, na ja, klar. Schön. Ich brauche aber den Namen irgendwann mal. Wo waren das? Da muss ich echt überlegen, wo das war. Ja, ja, okay, ja, alles klar. Darf ich weiterfahren? Weil ich glaube nicht, dass er heute zu lange in der Gartenlaube mit mir dinieren, hätte ich schon fast gesagt, oder philosophieren möchte, was wir da jetzt unternehmen müssen. Natürlich hat er auch Drähte und ich soll ihm immer sagen, wann ich ihn nenne und wann nicht. Aber du weißt ja, seit Jahren halte ich die Namen geheim. Mache ich immer so, das habe ich zu den Richtern gesagt, die ich öffentlich kenne. Sicherlich gibt es den einen oder anderen Richter, und das ist immer ganz komisch, ne? Wenn man sich im Gerichtsgebäude begegnet, am Abend ist man mit dem Richter in der Gartenlaube und am Tag muss ich immer lachen. Ne? Ja. Verstehst du schon, was ich meine, oder? Ja. Und muss einfach vorbeilaufen. Ich kann jetzt den kurzsilbigen Namen leider nicht nennen, aber jetzt habe ich schon zu viel gesagt, weil so viele kurzsilbige Richter, glaube ich, gibt es nicht. Okay, in diesem Sinne, schönen Abend, lass es dir schmecken und vielleicht darf ich nachher nochmal anrufen, oder? Kannst du gerne machen. Ja, tschüss, danke, tschüss. Bis dann, ciao.